Jetzt haben sie den Dings gedrückt, nachdem Inka durchläuft, ne? Weil der eine in Combat war. Ernsthaft? Ja, das ist jetzt schon mal RIP des Jahrtausends, war das jetzt gerade. Ja, wir können eigentlich schon ein paar mehr holen. Achso, ich wollte ja auch meine Items einsetzen, ne? Ich habe mir jetzt die Handgelenke aus Mechagon geholt, wo man usen muss. Und ja, die sollte ich vielleicht dann auch wirklich auf Cooldown einsetzen. Wahrscheinlich muss ich es am besten binden, sonst wird das wieder ein bisschen kacke. Ah, ich muss ja einmal knocken. Ja, das ist halt jetzt richtig blöd, aber sonst wäre ich gedingst worden hier. Oh Scheiße, da sind jetzt viele. Da hinten geht eine Orb hoch. Kann ich nichts mehr machen, um sie. So viel, ich habe halt nicht so viele Interrupts. Ja, der eine ist jetzt in der, in dem Freeze. Der eine hat ein Makro Stand in fucking Darkness. Den kann ich jetzt nicht mehr. Okay, wir haben ihn interrupted. So, hier diese Handgelenke muss ich immer draufhauen, ne, dass der einen Dot kriegt. Halt am besten nicht auf dem Mob, der ich schon fast am Rippen ist. Haben wir eigentlich einen HT dabei? Die machen echt ganz gut, die Orbs, muss ich sagen. Oh shit, das sind aber viele Mobs jetzt. Dürfen bloß die da hinten nicht adden. So, Damage sieht echt ganz gut aus. Na gut, eine ist jetzt hochgegangen. Egal. Oh, fuck it. Das Motorrad hat geedit. Shit. Warte mal, haben wir jetzt gerade den. Ich glaube, wir haben den Dings vergessen, oder? Ja, wir hätten hier den Pylon noch mitnehmen können. Heiler down? Okay, das werde ich jetzt nicht überleben. Warum ist denn der Heiler gestorben? Hat der den Dot abgekriegt? Nee. Der ist in der Rollzone stehen geblieben. Ernsthaft? Aber den killt doch nicht eine. Oh, fuck it. Der hat direkt das Ding hier hingelegt. Er ist jetzt gerade richtiger Rip-Mode. Müssen den einen Pylon noch mitnehmen. Alter. Der ist halt durch die Mobs durchgelaufen. Boy. Warum? Vor allem ist das mein Buff weg.
Ich habe den blöderweise vergessen, ne, weil wir jetzt da so schnell weitergebastelt haben. Jetzt haben wir halt schon x Tode drin, was halt echt einfach unnötig ist. Aber das eine, also dass die eine Gruppe dazu kam, das lag an meinem Motorrad, ne? Wollte das halt reinhauen. Das ist blöderweise in der anderen Mobgruppe gespawnt und hat die halt geaddet. Es ist halt so ein bisschen random, wo das spawnt. Hätte es da vielleicht dann nicht usen sollen. Sind denn die kleinen Mobs her? Na gut, die hauen halt am Ende ein bisschen mehr rein, ne? Aber so krass sind die eigentlich jetzt auch nicht. Die letzten paar Male habe ich hier immer alle Mobs mitgenommen, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Um dann am Ende zu merken, eigentlich hätte ich gar nicht so viel machen müssen. Also du kannst am Ende ziemlich viel skippen, wenn du hier am Anfang viel machst, ne? Aber ganz so viel brauchst du tatsächlich gar nicht. Warte mal, ich hau den Debuff drauf, wenn er den Gold-Buff hat. Machen wir es mal so. Achso, wir haben Trash-Boss-Buff, ne? Also ich muss eh gucken, dass ich. Da muss er ja jetzt rausgehen. Bro, das scheppert dich. Ja gut, das war jetzt. Shit, jetzt habe ich den Slow drauf. Aber ja, schnell ein bisschen Land gewinnen. Hütet euch. Hütet euch. Warte mal. Mache ich hier gerade 80? Nee, okay, das ist der ein vorheriger Fight. Ich wollte gerade sagen, das ist doch. Ich mache doch keine 80k Single-Target-DPS mit meiner E-Gear. Okay, aber ich bin bei 60, oder? Das ist auch nicht schlecht. Ja, ist das der richtige Fight? Ja gut, er bei. Oh, Ding ist gestorben hier. Gekke. Ich habe ja meine Explo theoretisch noch, die sollte ich dann halt auch immer reinhauen, wenn die Bomben drauf sind. Okay. 60 waren wir ganz okay. Nein, warum werde ich denn jetzt geslowt wie so ein Stück? 8 Stacks von dem Scheiß haben wir drauf. Warum schmeißen denn die ihre Bomben gar nicht? Oh, jetzt gibt's Big Bada Boom. Kriegen wir nicht mehr alle. Scheiße, ich muss da mal kurz ein bisschen weg.
Das kann ich jetzt nämlich nicht mehr wegmachen. Ich bin zu low, dass ich. Ja, okay. Ich bin schon gar nicht mal an die Mobs rangegangen, ne? Habt ihr gesehen? Ich wurde jetzt einfach von. Ah, okay. Ich bin doch hier hinten gespawnt. Ich hätte vielleicht um die Ecke gehen sollen. Haben schon ganz gut rumgeworfen. Die Viecher. Ja, das Ding proc't halt an und ich muss da halt jetzt wieder raus am besten. Es ist halt ein bisschen ätzend, wenn der Radius so ein Ticken höher ist. Ich muss ein bisschen besser hier mit dem noch spielen, ne? Da ist noch ein bisschen Luft nach oben tatsächlich. Wie haben wir denn jetzt? Haben sie denn den jetzt noch her? Der Buff ist weg, weil ich jetzt. Ah, ich darf nicht zu weit von dem Dude weg. Sonst läuft der Shit aus, okay. Also diese Handgelenke. Ich hoffe, das geht aus. Okay, darüber castet er. Alter, bitte steht da jetzt nicht drin. Ich glaube, da haben sich da gerade welche schallern lassen. Die Teile zerstören. Leute. Weg da, weg da, weg da. Schulter. Ja, der ist mit Bossbuff halt schon ein bisschen fies, ne? Also ich habe im Moment schon Bock auf WoW tatsächlich. Aber es liegt halt, wenn ich was zu machen habe, ne, was ich halt noch fertig farmen will. Ich habe meistens Bock. Aber mal gucken. Kann ich mir nachher meinen Mount holen noch. Und ja. Der Parler droppt aber schon wieder gewaltig low hier an der Stelle. Also für das Ding muss ich halt immer an ihm stehen bleiben, ne? Dann gibt es halt diesen Debuff. Also für Melees ist das ein, oder für Tanks ist das eigentlich eine dankbare Geschichte. Ich muss halt bloß schauen, dass ich es wirklich auf Cooldown halte, dass es tatsächlich nämlich besser ist. Jetzt soll ich den Heiler mal heilen lassen. So, wo müssen wir hin? Gleich darüber. Dann können wir das alles skippen. Dann müssen wir halt am Ende relativ viel machen, ne? Wir hätten vielleicht ein paar mehr machen sollen.
Alter, da ist ein Haufen kleinen Scheiß. Okay, da müssen wir raus. Super, der spawnt halt genau hier. Ja, ich hasse das Viech echt. Es läuft halt nur wirklich flüssig mit, wenn alle laufen, ne? Ja, erstmal die Flasche aufmachen hier. Wenn ich eigentlich ganz easy in Active Mitigation aktiviere, dann geht das eigentlich voll klar, wenn mich diese Viecher erwischen, ne? Ich könnte sie auch mit Typhoon wegknocken, aber ist eigentlich nicht notwendig. Schon wenn ich jetzt hier zwei Active Mitigation ziehe, was kriegt dann an Schaden? So gut wie nichts, ja. Weil ich dann so viel Rüstung habe, dass da fast nichts durchkommt. Ich muss bloß ein bisschen gucken. Three, two, one. Für mich ist eigentlich der Ring viel gefährlicher als das Viech, das kommt, weil das der Ring ist halt Dingschaden, ne? Ist halt Schattenschaden. Ich hoffe, dass ich Ende BFA alles hab, ne? Ja, alle Transmog-Items wird schwierig. Also Transmog-Hardcore-Farmen werde ich wahrscheinlich tatsächlich erst, wenn. Ach, hier hätten wir AT ziehen können, ne? Na, egal, machen wir es beim Endboss. Werde ich wahrscheinlich erst Hardcore farmen, wenn ich sonst nichts mehr zu tun habe. Aber ein paar Sachen habe ich ja schon auf dem Zettel stehen. Eigentlich muss man immer zu der Richtung stehen, wo der Shit ist, dass du genau so das wegbläst. Wieder beides gleichzeitig proggen muss. So nervig. Das haut halt dann schon recht gut rein, ne? Da hat sich der DH aber scheppern lassen. Mal das Viech da weggekickt. Mal gucken, wenn ich es jetzt kick, eigentlich, weil das hat ja auch einen Slow drauf. Ob das aus. Ja, es reicht aus, dass es despawnt, ne? Also, das passt schon. So könnte ich es. Okay.
Ach, Drecksding. Ja, kein Problem, wir kriegen das. Na, shit. Ich hätte am Anfang doch mehr pullen sollen, ha? Haben wir noch den 4-Debuff drauf? Die Großen bringen ja relativ viel. Ich glaube, ich könnte ja den Wutbuff sogar wegmachen als Druid, ne? Fällt mir gerade ein. Alter. Ja, Leute. Ich habe mir schon überlegt, ob ich jetzt hier ein bisschen mehr zusammenpull, ne? Aber wenn natürlich alle in der Void stehen bleiben, dann ist halt RIP. Holy moly. Also mich hat's eben auch erwischt, ne? Machen denn die Leute jetzt hier? Komm, bis der DH rankommt, machen wir die noch. Dann müssten wir eigentlich dann genug haben. Den brauchen wir nicht mehr. Die müssten dann eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Der Große bringt 3. Den. Na, wohl, es könnte knapp werden, ne? Vielleicht noch ein paar kleine Bomben. Obwohl, es müsste eigentlich schon reichen. In Bayern ist es eh, grassiert es gerade eh ziemlich, also den müssen wir interrupten. Okay, passt. Müsste reichen, oder? Also besser hätte ich am Anfang die Mobs gemacht. Fuck it. Hat reingehauen. Soll ich releasen? Ja, komm, es ist noch der Kleine. Ich dachte, ich konnte kurz mit drauf und hab das gesehen. Manchmal leckt es ein bisschen. Ja, wir haben 100%. Perfekt. 5 Minuten haben wir noch für ein Double. Three, two, one. Soll man. Ich kann ihn. Okay, der eine ist einfach stehen geblieben. Okay. Da müssten wir fast safe stehen. Alter, der Slow kickt jetzt genau rein. Ist das bitter? Den Rogue hat schon mal weggenutzt. Alter, der soll halt nicht das hier im Dings dispeln. Wenn das uns alle trifft, haut das schon rein, vor allem bei Boss-Buff, ne? Würde ich halt jetzt nicht unbedingt machen. Lauf lieber einmal kurz durch. Mich hier wieder voll zu stacken. Alter, muss halt schon wieder proccen. Ein bisschen risky, was er da macht, ne?
Wo ist denn das andere Ding? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach, da hinten, okay. Easy. Oh, die stehen einigermaßen sogar zusammen. Achso, es ist sogar auf mir. Gut, dass ich mich da gleich hingestellt habe. Alter, der Rogue, ist das sein Ernst? Ist es halt nicht auf ihn? Lässt er sich scheppern. Jetzt kannst du weg hier. Alter, hat er sich jetzt nochmal wegscheppern lassen? Lauf doch raus, sobald er da hinfliegt. Ah, das ist aber ganz knapp nur drauf. So, sie haben jetzt, haben ihn jetzt gebattelt jetzt. Okay. Junge, 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 Junge. Den müssen wir jetzt ein bisschen da wegziehen im Optimalfall. Oder wo sind wir? Ach, der ist oben. Ja, falsche Richtung. Holy moly. Ach, ich wollte eigentlich mal Infinite Stars ausprobieren, ne? Das hätte man jetzt hier eigentlich auch anziehen können. Oh, shit. Einfach mal eine Wall noch reinziehen. Wir haben's ja. Okay, zumindest eine Double Chest haben wir gemacht. Sorry for that fight. Und was haben wir gekriegt? Uhu, übelst geilen Gürtel. 465. Da geht was. Er postet seine Füße, ich kann meinen Gürtel posten, aber das Zeug wird halt keiner brauchen, ne? Warte mal, hier, Gek hat ein Trinket bekommen. Das Einzige, was gut ist eigentlich aus dem Plus, sind Trinkets. Den ganzen Rest kannst du eigentlich kennen, außer sie rollen natürlich Corrupted. Das kannst du einsetzen und haust 100k Damage raus. Das klingt gar nicht so schlecht. Achso, das teilt es auf Gegner auf, ne? Immer ewig rechnen, das ist ein bisschen Stärke-Trinket. Würde jetzt mir tatsächlich nichts bringen. Well. Gut, das war's mit dem Run, ne? Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.